Willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac. Ich habe hier noch ein kleines Hühnchen zu rupfen, nicht wahr, Keeper? Ich will es unbedingt noch einmal schaffen. Und habt ihr gesehen in der letzten Folge? Schaut euch mal das Ende in Zeitlupe an. Ich denke, ich kann jetzt darüber reden, ohne zu spoilern. Schaut euch das in Zeitlupe an. Die Träne, die dort auf mich zufliegt, die ist schon mitten im Raum. So schnell kann man gar nicht reagieren. Die fliegt nicht vom Gegner aus schon, sondern der Gegner spawnt es. Aber die Träne ist schon mitten im Raum. Total unlogisch, sage ich dir. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt etwas richtig Krasses, wie zum Beispiel diese Fliege, die rumfliegt und Sachen explodieren lässt und mich dann auch umbringt. Egal, ich nehm's mit. Wird schon passen. So, pass auf, hier wird das jetzt nämlich sitzen und... Yes! Manchmal ist das ziemlich cool. Und hier versuchen wir jetzt den Small Rock zu bekommen, kriegen aber wenigstens Bomben zurück und ein paar Fliegen. So schlimm ist es also jetzt nicht gewesen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Diese Kiste möchte ich haben. Und wir kriegen Schlüssel ohne Ende. Das ist natürlich wunderbar. Somit können wir in diese Bonusebene rein. Versuchen wir jetzt einfach mal. Vielleicht wird hier der Run mit diesem Item, mit dieser explodierenden Fliege, die ich sonst eigentlich nie mitnehmen würde, vielleicht wird der jetzt super abgefahren. Oder der Run wird super abgefahren und ich sterbe dann an dieser explodierenden Fliege. Wir haben übrigens eine XL-Ebene, wenn ich das mal so ganz nebenbei erwähnen darf. Mist! Das heißt, die Devil Deal Chance ist jetzt erstmal im Arsch. Super toll. Piercing Shots. Okay, das fängt gut an. Das fängt sehr gut an. Wir haben eine XL-Ebene. Das ist gruselig. Und wir haben jetzt gar nicht mal so eine krasse Chance auf einen Devil Deal. 36% leider. Aber manchmal läuft es halt beschissen, nicht wahr? Wir haben ja noch eine Bonusebene. Ich frage mich, wo tauche ich denn auf der Bonusebene jetzt auf? Tauche ich direkt auf der zweiten Eisebene auf, wenn ich eine XL-Ebene habe? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. So. Wir gehen rein und schauen mal. Da ist es natürlich. Und hier haben wir sogar den Kompass. Wie cool ist das denn? Okay. Leider habe ich kein Geld im Automaten. Habe ich jetzt erst gesehen. Das ist traurig. Naja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld zusammen. Wir haben ja unser Space-Item und eine XL-Ebene. Mit etwas Glück schaffen wir es sogar. Ja. Wir brauchen nicht mal so viel Luck. Okay, das Feuer auch ausmachen. Wer weiß, was da so drin ist. Da kann ja so eine kleine Münze drin sein, die uns vielleicht fehlt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einsetzen und wir kriegen leider nichts, aber immerhin one-hitten wir fliegen. Das ist auch ganz gut. So, wir müssen aufpassen, wo unser Kollege jetzt hinfliegt. Und er fliegt zu einem Gegner. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Ist besser, als nicht zu einem Gegner zu fliegen. Meine Güte, die holen sich dann immer den nächsten Gegner, wo sie mitkämpfen können, weil sie sich alleine nicht trauen. Mistviecher. So, mein Gott, ich mag die Piercing-Shots echt gut. Und das setze ich natürlich ein. Und bekomme sogar den Schwarzmarkt. Und diesmal sogar wirklich, wenn ich den Keeper spiele, bekomme ich den Schwarzmarkt. Ist das dein Ernstspiel? Jetzt, wo ich mir nichts holen kann? Ich meine, ich könnte mir schon etwas holen, aber... Okay, das hier ist krass. Ich könnte mir schon etwas holen, aber du weißt, wie ich das meine, Spiel. Vielleicht bekommen wir nach dem Bosskampf ein HP-Upgrade. Dann könnten wir, aber dann haben wir keine Chance mehr auf Angel Deals. Das ist das große Problem. Dieses Ding wäre schon ganz gut, aber nur Superformen. Oh, das ist schon heftig. Das ist schon sehr heftig. Wir haben 12 Münzen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Wir müssen unbedingt den Kompass mitnehmen, bevor wir in die nächsten Ebenen reingehen. Okay. Na gut, außer ich bekomme jetzt nicht genug Geld zusammen. Let's go. 3 Münzen fehlen uns noch, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir kriegen leider keine Münzen. Unser Space-Item ist in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt so ein bisschen sehr die Arbeit, möchte ich schon sagen, ne? Das vernachlässigt schon extrem die Arbeit, aber naja, weg damit. So, guten Tag, Monstro. Sehr schön. Wenn Monstro ganz hoch fliegt, fallen dann die Popel ab, weil die Popel sind echt stark. Die sind wirklich krass. Ja, die fallen ab, wenn er hüpft. Was für ein Drecksack. Aber wir haben eine Münze bekommen. Juhu. Wir haben eine Münze bekommen. Das ist doch schön. Okay, die Fliege trifft leider nicht, aber jetzt! Sehr schön. Hier ist eine Pille. Ich habe Angst vor. Hier könnte eine Health-Down-Pille sein. Und deswegen möchte ich sie nicht einsetzen. So. Was bekommen wir? Wir bekommen dieses Ding. Okay, okay, okay. Wir können 2 Trinkets tragen, ne? Wealth of Gash Butt Penny. Wenn ich Geld aufhebe, dann furze ich. Cool. Na, schauen wir mal. Bekommen wir jetzt den Devil Deal oder nicht? Ich lege mal noch keine Bombe. Vielleicht trifft die Fliege, ja. Und dann wäre das eine Verschwendung von Bomben. Okay, wir kriegen tatsächlich den Devil Deal. Oh weia, oh weia, oh weia. Was ist hier drin?
Okay, ist da Krampus drin? Wenn da Krampus drin ist, habe ich Angst. Krampus nicht drin? Nicht Krampus drin. Wir könnten das hier mitnehmen und dann haben wir ein Guppy-Item. Es ist aber sehr schwer, auf Devil Deals zu gehen mit dem Keeper. Es ist sehr, 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 sehr schwer. Ich hoffe einfach mal auf Angel Deals. Ich hoffe auf Angel Deals. Let's go. Es ist einfach zu schwer. Genug Geld für den Kompass haben wir jetzt auch nicht. Was für eine miese Scheiße. Was für eine miese Scheiße. Zwei Münzen fehlen uns. Eine Münze fehlt uns. Das macht's nicht besser, Mann. Das macht's nicht besser. Oh. Tut das weh, Mann. Habe ich irgendwo Feuer übersehen? Vielleicht im ersten Itemraum oder so? Hm? Feuer? Leider kein Feuer. Mann! Eine Münze fehlt uns. Das ist natürlich so ein typischer Isaac-Moment, nicht wahr? So ein typischer Mittelfinger-ins-Gesicht-Moment. Okay, ja, hier können wir ein bisschen rumspringen, aber ich denke nicht, dass hier irgendwie irgendwas ist. Scheiß drauf. Jetzt bin ich angezickt und angepisst. Kackhäufchen? Habe ich Kackhäufchen übersehen? Nein? Naja, gut. Wir haben Piercing-Shots. Wir haben eine Fliege, die gut aufräumen kann. Und ich sollte... Oh, 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 oh! Oh! Und ich sollte auf jeden Fall in Räume reingehen und ich nehme das hier mit. Und nicht direkt schießen, ne? Nicht, dass ich dann getroffen werde von so einer Scheiße. Gut, let's go, Mann. Wo landen wir jetzt? Gletscher. Das ist nicht Gletscher 1, 2. Sehr schön. Na dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier und ich habe die Gegner schon wieder vergessen, was sie so machen. Da ist ein Typ, der Zacken schießt. Das ist natürlich nicht so geil. Nicht so geil. Er ist tot. Okay, konzentrieren wir uns jetzt mal voll auf ihn hier. Und die Popel erwischt ihn schon. Ja. Heftig, Mann. Der erste Raum. Direkt so eine abgefuckte Scheiße, Mann. So, weg mit dem Gletscher. Okay, aufpassen, dass unsere Fliege keinen Scheiß macht. So. 67% haben wir jetzt die Chance auf einen Deal. Das ist gut. Das ist schon sehr schön. Das ist ordentlich. Ach, die Musik ist so schön. Stimmt, ich wollte nachschauen, wer sie gemacht hat. Wer dafür verantwortlich ist. Und tschüss. Dieses Einfrieren ist aber schon krass. Das ist schon krass. Das gefällt mir nicht, Mann. Wir haben eine Luck-Up-Münze bekommen. Das heißt, dass wir vielleicht jetzt erhöhte Chancen haben auf eine Münze, die aus meinem Space-Item kommt. Ich hoffe es. Oh, ich bin sehr langsam. Ich bin sehr langsam. Konzentration. So. Ich gucke erstmal hier rein. More Options vielleicht? Nein, leider nicht. Aber Pandoras Box. Was gibt mir Pandoras Box auf dieser Gletscherebene, frage ich mich. Die Bombe setze ich auch noch nicht ein. So, lass mal reinglupschen. Hallo? Bob's Curse. Okay, ein paar Bomben dazu bekommen. Oh Mann, wenn ich jetzt hier einen Spiegelraum finde, kann ich ihn wieder nicht machen. Aber ich habe ihn ja schon einmal mit dem Keeper gemacht. Gut. Ich habe ihn ja schon einmal mit dem Keeper gemacht. Deswegen habe ich es schon gemacht und ja. Ich muss es nicht mehr machen. So, Small Rock. Yes! Und Geheimraum. Natürlich habe ich drauf geachtet. Natürlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lüge ich. Okay, wir haben jetzt 23% Chance auf einen Deal. Es ist mehr als 0. Es ist mehr als 0%. Der Angel Deal, der heilige Angel Deal, kann uns noch retten. So, Hauptsache wir haben jetzt ordentlich Damage dazu bekommen. So. Und ein Tier-Delay-Down, nicht wahr? Und ein Speed-Down leider auch noch dazu. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, Space einsetzen. Nicht vergessen. Nicht vergessen, nicht vergessen. Habe ich jetzt zu spät mein Space-Item eingesetzt, Mann? Okay, stimmt. Du machst ja so eine Spuckscheiße. Oh, um Himmels Willen. Oh mein Gott, die Fliege hat mich gerettet. Ja, danke dir. Okay, ich würde sagen, machen wir jetzt den Boss. Ich denke, wir machen den... Machen wir den Boss? Machen wir den Boss? Warte mal, machen wir den Boss? Bevor ich den Boss mache, weil das ist ja hier so eine Gletscherscheiße, ne? Werde ich mal jetzt versuchen, die Ebene zu clearen. Vielleicht finden wir noch eine Karte, so Strength oder irgendwie sowas ähnliches. Im Shop vielleicht. Wir haben Bomben. Okay, mit Bomben arbeiten. Das sollten wir auch machen. Gegner aufhalten mit den Bomben. Da gibt es ja zum Beispiel diesen Freak, der immer auf einen zurennt. Wenn wir den aufhalten mit einer Bombe, wäre das schon ganz gut. So, 17 Münzen. Sehr schön. Okay, ein kleiner Raum. Miniboss. Kein Miniboss. Aber dafür eine Spinne, die uns killt. Gott. Okay. Und tschüss. Ist das ein Scheiß? Um Himmels Willen, was soll ich denn hier machen? Dankeschön, Fliege. Ich bin so froh, diese Fliege zu haben.
Das glaubst du gar nicht, Mann. Die hat uns jetzt zweimal den Arsch gerettet. Doch wann wird sie uns umbringen, ist die Frage. Noch mehr Bomben. Sehr, sehr schön. Okay. Die können wir jetzt auch ganz gut nutzen, um... Gott, mein Speed ist ja voll scheiße. Ich werd es nicht schaffen, wegzurennen. Ich muss mit den Bomben arbeiten und den Gegner dann aufhalten. Wenn es ein Gegner ist, der auf mich zurennt. Ansonsten sehe ich keine Hoffnung für diesen Run jetzt. Außer es wird irgendwie der Duke of Flies. Ich hoffe, das wird der Duke of Flies in Schneeform. Die sind bis jetzt, glaube ich... Also den Boss haben wir, glaube ich, am besten getötet. Mhm, ja, hier könnte irgendwo der Geheimraum sein. Ja... Hier oder dort unten, das ist die Frage. Aber ich behalte meine Bomben erstmal. Es ist Monsnow. Hey, 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 was ist los hier? Der Kampf geht schon los? Ich konnte gerade nicht überspringen. Oh, ich konnte gerade nicht A drücken. Okay, okay, okay. Okay, wir haben eine Münze bekommen. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. 0% Chancen. Mist, Mann. Oh, Tears up. Yes. Sehr schön, sehr schön. Ist ein guter Kampf gewesen. Auch wenn ich dieses nicht überspringen konnte und der Kampf irgendwie schon losgelegt hat aus irgendeinem Grund oder so. Super strange. So, 100% haben wir diesmal. Ist hier zufällig ein Holy Mantle drin? Das wird ziemlich cool. Okay, 34 Münzen. Das ist natürlich ordentlich. Eigentlich hätte ich die Münzen auch erstmal behalten sollen, damit wir... damit wir uns im Notfall heilen können. Weißt du, wir können dann immer zurückgehen und uns heilen im Notfall. Aber was weiß ich schon, wie man dieses Spiel spielt. Let's go. Anzus. Anzus. Setze ich Anzus jetzt ein oder danach nicht? Doch, wir leben im Hier und Jetzt, oder? Wir setzen jetzt Anzus ein, damit ich direkt weiß, wohin. Und wir haben sogar den richtigen Weg eingeschlagen. Oder sind den richtigen Weg eingeschlagen. So, was ist hier drin? Oh, das könnte lustig werden. Schauen wir einfach mal. Pop, auch wenn die meistens auch ganz komisch werden, diese Tränen. Aber egal. Ich habe Hoffnung. Und dieser Stein da in der Mitte sieht ganz normal aus. Oh, so sehen also Super Rocks aus. Ah. Super Rocks sehen also farblich normal aus, ohne Kreuz. Interessant, interessant. Interessante Entscheidung. Yep, das nehme ich mit. Und weiter geht's. Wir müssen jetzt nur irgendwie den Angel Deal bekommen. Das heißt also, wir sollten 10 Münzen lieber donaten. Genau, 10 Münzen an... Oh, hier ist ein Spiegelraum. Fuck, man. 10 Münzen an den Automaten donaten. Das erhöht die Angel Deal Chance. Genau, sollten wir machen. Und kein Damage nehmen. Ja, das sollten wir auch machen. Aber mal schauen, was dieser... Was diese Ebene so bringt. Oh, der Damage ist gut, man. Damage ist gut. So. Yes. Ja, in den Kampfraum kommen wir leider nicht rein. Dafür haben wir nicht die richtigen Schuhe an. Und tschüss. Hätte auch einfach durchgehen können, aber egal. So, auch das hier einsetzen. Genau, dann kriegen wir aber ordentlich Münzen. Dankeschön. Da. Oh. Dieses blöde Gerutsche. Oh. Okay. Ja, Piercing-Shots sind echt so die Schwäche von den Typen, ne? Ich brauche einen Schlüssel unbedingt. Komm schon. Ich brauche jetzt unbedingt einen Schlüssel. Oh, yes! Die Spinne ist ausgewichen und dadurch, dass sie ausgewichen ist, konnte ich den Typen treffen mit dieser Fliege. Weg, 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 weg. No, 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 no. Na, wie machen wir das jetzt? Hoffen, dass die Fliege jetzt trifft? Ich glaube, das ist sogar... die richtige... wie sagt man? Der richtige Kurs gewesen. So, was haben wir hier? Oh, das ist ein schöner Automat. Verdammt nochmal. Vielleicht gibt er uns einen Schlüssel. Das wäre ziemlich cool. Oder irgendeine hilfreiche Karte. Aber ich muss halt rein in den Shop jetzt. Sonst habe ich ein Problem. Sonst kann ich die Angel Deal Chance nicht erhöhen. Und das wird ziemlich traurig. Na komm schon. Mein ganzes Geld geht weg. Na super, wir haben ein paar Fliegen bekommen. Sehr gut eigentlich, um den Boss zu bekämpfen. Wartet mal. Ich spiele da lieber gleich dran, damit ich Fliegen bekomme, um den Boss zu töten. Anstatt die jetzt hier an diesen Gegner zu verschwenden, wie das jetzt passiert ist. Da ist ein... Ist das auch ein Super Rock? Nein. Das sind ein paar Fliegen. Okay, 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 okay. Kein Schlüssel bekommen wieder mal. Das ist ätzend. Okay, let's go. Ansonsten muss ich dich sprengen. Ich nehme auf jeden Fall das hier mit und die Popel drehen. Na komm, ein Schlüssel. Ich spreng dich sonst. Na komm, zu viel will ich jetzt auch nicht ausgeben in dich, weißt du? Okay, unter 20 gehe ich nicht. Unter 20 gehe ich nicht. Tut mir leid, Mann.
Okay, du wirst gesprengt. Was soll denn der Scheiß? Kein Schlüssel bekommen. Ah, wieso trollt mich dieses Spiel so sehr? Mann, okay, da müssen wir jetzt hoffen, dass wir den Angel Deal auch so bekommen. Und wen haben wir hier? Ragman. Warte mal, was? Warte mal, was sehe ich denn hier? Das ist nicht Ragman. Das ist nicht Ragman. Das ist nicht Ragman. Das ist nicht Ragman. Heilige Scheiße, Angel Deal. Yes. Und wir bekommen die Bibel. Den Engel möchte ich nicht bekämpfen. Ich möchte den Engel nicht bekämpfen, weil der uns töten wird, Mann. Der wird uns töten, hundertprozentig. Oder bekomme ich hier eine Münze? Ich bekomme nicht mal eine Münze. Nein. Nein, 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 nein. No, 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 no. Spiegelraum. Will ich den Spiegelraum denn machen? Ich will den Spiegelraum nicht machen, weil ich habe ihn schon gemacht. Man kriegt einen Spiegel, aber ansonsten bringt er einem nichts. Und ich will einfach nur jetzt mit Keeper einen Run machen. Ich brauche Spiegelraum nicht. Nein, 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 nicht mit diesen Tränen. Spiegelraum, nicht gut mit diesen Tränen. Wir müssen ein bisschen mit Köpfchen spielen. Ganz, ganz bisschen. Okay, nicht so viel. Nicht so viel. Zu viel ist auch nicht gut. So. Sehr schön. Ja, hier sind wir nun auf der Ebene und die ist nicht gleich. Uiuiuiuiuiui. So, ich würde jetzt auch ungern Judas Shadow oder sowas finden. Ich würde tatsächlich mal einen Keeper Run machen, ohne wegzugehen. Als Lazarus oder sonst was zu spielen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kriegen wir unsere Kohle wieder. Da-da-dam-bam-bam. Und die weißen Fliegen sind auch sehr hilfreich. Also das ist echt ein cooles Trinket. Ich habe das Loch hinter mir nicht gesehen. So. Ah, die Pillen, ne? Die kannst du dir sonst wohin schieben. Keine Zeit. Ich will doch nur einen beknackten Run mit dem Keeper schaffen. Komm schon, komm schon. Ist das der richtige Kurs? Der richtige Kurs? Nein. Jetzt aber. Okay, und her mit der Münze. Dankeschön. Ich hätte so oder so keinen Deal hier auf dieser Ebene bekommen. Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal ehrlich, Mann. Eine Popel-Billardträne. Moment mal. Das ist ja eine interessante Kombo. Eine Billardträne klebt dann an dem Gegner fest und die schießt gegen und dann wobbelt sie so. Das macht bestimmt noch extra Damage. Kann ich mir gut vorstellen. Yes. Yes, 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 yes. Also in letzter Zeit habe ich echt Probleme damit, dass ich Items habe, die Gegner schnell am Anfang töten oder triggern und dann bekomme ich direkt am Anfang des Raumes Schaden. Das ist super nervig, Mann. Super nervig ist das. Ja, ja, hüpf du nur. Das sah schon fast so aus, als wir hätten wie so einen Homing-Effekt. Nochmal Luck up, nice. Und hier ist auch schon der Boss. Wir müssen noch den ganzen Rest auschecken. Verdammt nochmal. Aber Keeper ist so langsam. Vielleicht bekommen wir einen Speed-Up. Vielleicht bekommen wir einen Speed-Up von dir. Komm schon. Wir müssen einfach hoffen. Nichts ist unmöglich. So. Wir haben den Dime bekommen. Na, geh mal nach Hause, damit er geil. Tierset bekommen wir. Sehr schön. Okay, das ist eine gute Fire Rate. Das gefällt mir sehr. Damit kann man arbeiten und den ganzen Raum voller Billardkugelaugen füllen. Oder wie wir die auch nennen wollen. Und lass uns jetzt erstmal zurückgehen. Und den Shop suchen. Und mal ein bisschen shoppen. Ich könnte mir Schaden nehmen und da reingucken dann ganz am Ende, wenn wir hier noch eine Münze finden. Ich glaube, das mache ich sogar. Vielleicht ist da 9 Leben drin oder so. Das wäre cool. Das würde ich mitnehmen. 9 Leben ist cool. Ist nur ein bisschen blöd, weil wir dann ein HP-Upgrade finden müssen. Unbedingt. Aber 9 Leben ist cool. 9 Leben ist eine feine Sache. Eieiei, diese ganzen Fliegen hier. Hallöchen, nochmal Berkano, aber natürlich. So, Arcade Room. Versteckst du was für uns? Ich spreng euch beide auf jeden Fall. Tschüss. So. Ah, ich darf die Münzen eigentlich nicht mitnehmen. Let's go. Ich glaube, jetzt lohnt es sich, den Shop dann auszuchecken. Wir haben jetzt auch Schlüssel, deswegen gehen wir gleich in den Itemraum rein. So, hier mal sprengen. Wow, ich habe mir fast selber eine Falle gestellt, Mann, weil ich dachte mir, ich lege eine Bombe. Ich werde den schon one-hitten, den Gegner da unten. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. So. Guten Tag. Kein More Options, aber wir können rerollen und uns More Options holen. Let's go, let's go, let's go. Was haben wir hier? Diplopia. Oh, interessantes Item. Ich glaube, dich nehme ich mit. Ich glaube, dich nehme ich tatsächlich mit. Ja, Diplopia. Und BFF? Na, ich weiß ja nicht. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich will, dass die Fliege so groß wird. Keine Flüche mehr. Natürlich, das wird aber sowas von direkt mitgenommen.
Und jetzt gib mir more options. More options. Komm schon. More options. More Hive Mind. Oh ja, ich muss es mitnehmen. Ich muss es mitnehmen. Das spricht voll dafür. Ich meine, jetzt haben wir riesige Fliegen. Riesige weiße Fliegen, die spawnen. Sehr geil. Ah, ich habe hier gehofft, dass wir vielleicht hier so ein Item haben, womit wir also rerollen können, weißt du? Also eine Maschine. Und wir haben Speed-Up bekommen. Sehr, 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 sehr gut. Okay, folgendes machen wir jetzt. Wir gehen in die nächste Ebene. Behalten jetzt Diplopia. Ich hoffe, es wird kein... Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Und hoffen, dass wir ein Item-Room bekommen, wo ein Automat drin ist, damit wir rerollen können. Und dann die Items duplizieren, haben wir zwei Items zum Rerollen und können dann auch beide mitnehmen. Das ist halt auch das Schöne. Let's go. Ab geht's in die nächste Ebene. Die weißen Fliegen sind gut. Die weißen Fliegen sind echt eine gute Sache. So. Und die tauchen auch immer pro Raum mehr auf. Nein, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau dieses Trinket funktioniert. Aber ab und zu tauchen weiße Fliegen auf und das ist cool. Die Münzen lasse ich jetzt erstmal liegen. Oh, nein, 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 nein. Ah, da sind weiße Fliegen aufgetaucht. Schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Okay, nur eine Mom hier. 37% nur die Chance auf einen Deal. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Nur so wenig. Komm schon, Half Mind. Dann tötet sie auch mal. Könnte auch natürlich luckhaft sein, ne? Ich müsste... Warte mal, die Ebene ist ja voll identisch. Na, es geht so, es geht so, es geht so. So identisch ist sie jetzt auch nicht. Okay. Ja, der Damage ist gut, der rasiert sie weg. So, nach oben. Nicht Space drücken. Ich wollte gerade Space drücken, um eine Münze zu spawnen. Nein, 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 gehören. Nein, nein, nein. Die Zeit ist vorbei. Stopp, stopp, stopp. Die Zeit ist vorbei, Mann. Okay, hier ist nicht der richtige Weg. Hier sind nur ein paar Vagina-Schussgeräte. So. Danke vielmals für die Bombe. Wird das jetzt der Keeper-Run, mit dem wir es schaffen? Wir sind ja auch bis zur Bombebene gekommen beim letzten Mal, nicht wahr? Wir haben es ja oft geschafft, mit dem Keeper Delirium zu töten, Mann. Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Wie habe ich das gemacht? Wie zum Teufel habe ich das gemacht? So. Oh, hier ist noch ein Gegner irgendwo. Hopp, 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 hopp. Das ist ja ekelhaft hier. Guten Tag. Oh, oh, Fliegen. Wir können ganz viele Fliegen bekommen. Wir können ganz viele Fliegen bekommen und so. Weh, hier ist jetzt... Weh, hier ist jetzt More Options drin. Ah, wir können aber rerollen. Okay, mache ich mal. Vielleicht bekommen wir einen Steam Sale und dann kann ich mir auch was leisten. PhD. Ja, das wäre gut. Dann könnten wir anfangen, auch die Pillen zu nehmen und Tiersub vielleicht bekommen. Ja, sehr schön. Die Blank Card ist zwar auch ganz gut im Angebot. Relax. Aber naja. So, schauen wir mal, ob wir Geld zusammenbekommen. Ganz am Anfang gab es ja noch Geld. Und ein paar Räume und eine Kiste, die ich sogar erreichen kann. Moment, da fehlen ja Zacken. Die kann ich ja erreichen. Hier. Sonst sind da mal Zacken drin gewesen. Nice. Gib mir das ganze Geld. Ach, ich glaube, wir müssen zurückgehen. Ich glaube, wir müssen zurückgehen. Let's go. Da oben ist noch eine Kiste. Warum habe ich sie nicht geholt? Mit Geld zusammen? Ach, stimmt ja, weil die ja so... Ah, ich hole sie mir. Wir haben genug Bomben. Mhm, mhm. Und die Münze hole ich mir auch. Wenn schon, denn schon, nicht wahr? Wenn schon, denn schon. So, 7 Münzen. Mal gucken, ob wir noch auf genug Geld kommen und wir dann rerollen können. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal kicken. So. Ja, ja, das Geld hebe ich, glaube ich, auf. Komm schon. So, 11 Münzen und Luck up. Sehr schön, darauf stehe ich. Und hier haben wir 2 goldene Kisten. Ah, verlockend, das ist ein normaler Kampfraum. Also, normale Gegner mit unserem kleinen Kollegen hier. Yes, das ist gut. Der hilft uns jetzt mit. Der schießt aber nur leider mit einer Träne, weil dieser Triple Shot von Keeper nicht kein Item ist, sondern damit startet er tatsächlich. Sehr merkwürdig. Ich frage mich dann, warum hat er denn dann keine 3 Augen so gesehen, ha? Huh? Sehr merkwürdig, dieser Triple Shot. Ja, ja, ja. Ich könnte dich mal sprengen, um die Chance vielleicht zu erhöhen oder sowas. Aha, schön. Oder wir kriegen einfach eine Joker-Karte. Moment mal. Die setze ich aber noch nicht ein. Erst später. So, stürzen wir den König mal. Oder versuchen es irgendwie. Und wir können noch einmal rerollen tatsächlich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eine Jera? Moment mal. Ja, das lohnt sich dann jetzt. Dann setzen wir Jera ein und haben dann für 2 Ebenen jetzt einen Deal.
Ich nehme das mit. Ich nehme das mit. So, dann wissen wir, wohin. Das kann uns den Arsch retten. Auch wenn das andere ziemlich gut ist, Mann. Und wir so Tränen schützen. Ah, oh, das Schild wäre schon besser gewesen, glaube ich. Das Schild wäre schon besser gewesen. Aber unser Speed und dann auch noch, weißt du, wenn wir falsch gehen, müssen wir zurückgehen mit diesem langsamen Speed. So wissen wir wenigstens direkt, wohin. Und wir haben keine Flüche dank der Black Candle. Das heißt, kein Curse of the Lost, der uns einen Strich durch die Rechnung macht. Sehr schön. Lass uns rerollen. Dum di dum di dum di dum di dum di dum. Die Blanker, ziemlich cool, aber lassen wir. Chaos? So könnte ich auch an Devil Deal Items kommen. Okay. Nehme ich mit. Und da sind Pillen, aber dafür verschwende ich mein Geld jetzt nicht. Da ist noch ein Buch. Wir könnten dann die Transformation bekommen, wenn wir noch ein Buch finden. Nicht wahr? Eine Spritze und so. Die ich gerne hätte. Wir könnten Diplopia einsetzen und diese Items bekommen. Eine Spritze, die Damage abmacht. Das ist jetzt schon ziemlich geil. Das würde sich schon lohnen eigentlich. Und dann könnte ich das Buch mitnehmen und mir ständig Sachen geben. Get out of jail. Interessant. Okay, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt auch noch ganz viel Geld zusammen. Wie zum Beispiel hier. Ein Gummiball, mit dem wir ab und zu Bouncy Tears haben. Nee, ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Rerollen oder mitnehmen? Diplopia und mitnehmen? Das ist die Frage. Es könnte natürlich was richtig Krasses noch auftauchen und dann diplopieren wir das. Ist das eine schwere Entscheidung, Mann. Aber wir sollten jetzt mal aufpassen hier. Wow, das war ziemlich knapp. Wir sind Depth 1. Okay, wir können den Boss noch machen. Und dann uns entscheiden. Oh, cool, wir haben Gish. Na, das macht ja Spaß. Okay. Na komm schon, Fliege, triff ihn doch. So schwer war es jetzt nicht. Du warst mitten bei ihm. Ja, geht doch. Die macht gar nicht mehr so viel Damage, ne, die Fliege. Die ist jetzt echt nur noch keine Hilfe, sondern eher ein Feind. Mit diesem Damage. Gish duplizieren. Wollen wir Gish duplizieren? Oh, kleiner Scherz, Mann. Keiner dupliziert Gish. Dupliziere ich Spritze und Fliegen. Spritze und Fliegen ist gut, Mann. Das sind eigentlich zwei gute Items, die ich mitnehmen sollte. Oder rerollen. Spritze fliegen. Spritze fliegen, oder? Spritze fliegen. Spritze fliegen. Fliegen ist gut und Spritze ist gut. Speed und Damage up. Das ist genau das, was uns fehlt. Two of Clubs. Aber sowas von. Und ein Buch ist jetzt aufgeladen. Das hier. Tja. Okay. Ja, an mehr komme ich jetzt nicht. Was hätten wir bekommen, hätte ich jetzt gererollt? Oh, zum Glück. Nee. Oh, das letzte Buch. Wir kriegen die Transformation. Das war die richtige Entscheidung. Das fühlt sich jetzt gut an, diese Entscheidung getroffen zu haben. Auch wenn ich natürlich Mom's Bottle auf Pills haben würde. Wäre auch ziemlich cool, weil wir können dann Pillen bekommen, ne? Das ist halt ziemlich nice. Was ist das hier eigentlich? Ach ja. So. Dann lass uns mal weitergehen. Ein Damage von 8 haben wir und ein Triple Shot. CCC. Oh, mal wieder ein Keeper Run schaffen. Das ist natürlich jetzt, das wäre mal wieder befriedigend. So, das sprengen wir. Das gibt uns nämlich Pillen. Was haben wir hier? I can see forever. Okay. Lag schon wieder. Ich bin gechillt, Mann. Komm schon. I can see forever schon wieder. Und Tears Up. Wir haben tatsächlich eine Tears Up Pille. Wow, und die ist blau. Irgendwie sind immer zufälligerweise Tears Up Pillen blau. Kann es sein, also größtenteils. Oh mein Gott, ja Mann. Gib mir ein Tier-Delay von 5. Das wäre jetzt abgefahren. Was ist das hier? The Devil. Nee, kannst du behalten. So. Dum-di-di-dum-di-dum. Links ist zwar irgendwie nichts, aber ich gehe da trotzdem lang. Vielleicht finden wir noch irgendetwas Tolles. Und ich meine, wir sind ja auch ziemlich stark. Und wir können ja einfach durchfliegen. Puh, das war knapp, Mann. Das war knapp, Mann. Und ich muss den Weg nochmal zurückgehen gleich. Ach. So. Ich glaube, ich habe bis jetzt gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube, ich habe bis jetzt echt gute Entscheidungen getroffen. Und ich wiederhole mich wieder. So. Dann lass uns mal jetzt hier wieder in diesem Raum hier vorbei. Sehr schön, danke. Und, aha. Sehr schön. Gib uns Geld, denn ich will wieder shoppen gehen. Denn dort haben wir die Chance, dank Chaos ganz, ganz wilde Sachen zu bekommen. Wie zum Beispiel Sacred Heart oder sowas, weißt du, einfach so im Shop? Ja. Ja, das ist mein Fetisch. Was gibt's hier? Ja, das nehmen wir mit.
Flops und Flops. Sehr schön. Was ist hier? Justice. Zack, 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 zack. Ich habe da gerade die Träne vom Gegner nicht gesehen. Fast wäre ich getroffen worden. Das wäre natürlich ein bisschen blöd gewesen. So. Ich gehe zuerst trotzdem in den Shop rein. Da haben wir trotzdem mehr Chancen auf More Options. Und dann gucken wir mal. Sehr gut. Und wir haben hier nur den kleinen Greedy Boy. Und eine Pille. Könnte auch noch eine Tears-Up-Pille sein, weil eine Tears-Down-Pille könnte ja jetzt auch zu Tears-Up werden. Das ist halt das Coole. Telepilz. Two of Diamonds. Aber bringt mir ja gar nichts mehr. Scheiße. Two of Diamonds heilt uns aber. Two of Diamonds heilt uns. Im Notfall. Aber ich nehme das Geld mit. So. Gib mir jetzt Money equals Power. Gib es mir, Spiel. Du willst es doch auch. Mom's Key. Und eine Bombe. Okay, das war's jetzt. Das war jetzt nicht so geil. Aber hey. Man kann ja nicht immer alles haben. So. Dumm. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Haben eine Joker-Karte, aber ich denke mal 75% sind schon eine gute Quote. Und wir werden einen Deal bekommen. Mein Gefühl sagt mir, wir werden einen Deal bekommen. Einen Devil-Deal, sagt mir mein Gefühl. Und das gefällt mir nicht. Yes, sehr schön. Oh nein, oh mein Gott. Das hätte sich dann wohl auch erledigt, aber egal, ich kann mich ja reinporten. 99 Bomben bekommen, ist das dein Ernst, Mann? Oh nee. Scheiße, Mann. Und ich habe jetzt... Ich bin jetzt ein One-Hit. Wenn ich jetzt wieder in einen Raum reingehe, wo direkt Gegner auf mich zufliegen oder die Fliege tötet irgendwie etwas, ne, dann bin ich tot. Pass auf, wir sind tot. Ja, oh Gott, ich dachte, die Fliege fliegt jetzt gegen die scheiß Spinne an der Wand. Gib mir eine Münze, Mann. Gib mir eine Münze, Alter. Okay. Gib mir eine Münze, Mann. Gib mir irgendwie eine verdammte Kackbumsmünze. Okay. Gib uns eine Münze. Hey, ich will diesen Run jetzt nicht wieder verlieren. Münze. Yes, eine Münze, Mann. Oh. Okay. Wir haben eine 100%ige Chance auf einen Deal. Die möchte ich mir jetzt nicht vermiesen. So, die dritte Spritze. Nee, leider nicht bekommen. Leider haben wir keine Spritze bekommen. Unendlich Bomben haben wir. Das ist cool. Und noch eine Karte, eine Strength-Karte, schade. Damit können wir uns aber im Notfall heilen. Ich glaube, beim Keeper bleibt es sogar die ganze Zeit. Hey, Mister, ich spiele ganz unfair. So. Ich hoffe, das ist einigen von euch aufgefallen, wie unfair dieser Raum war. Joker, Two of Spades. Gut, Schlüsselprobleme habe ich jetzt erstmal nicht mehr. So. Vielleicht finden wir auch noch ein paar neue lustige Items, ne? Dann Chaos. Nee, das nehme ich nicht mit, dieses Space-Item. Ich mag es manchmal, aber heute nicht. Heute nicht. Manchmal mag ich es aber. Oh Mann, dieses Space-Item ist schon fast wie Guppy's Head, hä? Mit dem Keeper zusammen. Huge Grow. Wow. Das ist natürlich auch heftig. Das ist eine heftige Karte, Mann. Die nehme ich mal mit. Arriba, Mann. Okay. Was geht hier ab, Mann? Was ist hier? So ein Shit, Mann. Komm schon, zeig dich. Das ist jetzt blöd, weil diese... Okay, doch. Was ist das? Jera? Ach, jetzt hör mal auf. Okay, ich nehme trotzdem Huge Grow erstmal mit. Danach Jera. Um den Boss fertig zu machen. Gut, wir kriegen Speed Down. Aber nur 0,5. Das ist verkraftbar. Das da war, glaube ich, eine Telepille, oder? Die hatten wir schon. Oh Gott. Hier ist so viel auf dem Bildschirm los, dass ich nicht weiß, wo ich hingucken soll. Okay, ein paar Fliegen bekommen. Sehr schön. Und noch ein paar Fliegen. Also dieser Boss ist auf jeden Fall sehr schnell tot jetzt. Die Biss ist das. Tschüss. War schön mit euch. Huge Grow. Mann, ey. Boom. Einfach mal einsetzen. Plus 7 Damage und 30 Range Up war das, glaube ich. Ja, ne? Naja, wir nehmen Jera mit. Ist natürlich klar wie Kloßbrühe. Und wir machen weiter und bekommen diesmal wahrscheinlich wieder 100% Chance auf einen Deal, aber werden ihn nicht kassieren. Dämliche Scheiße. Okay. Gut, straight zum Boss.
Straight zum Boss. Liebe Fliege, bitte bring mich nicht um. Bitte arbeite mit mir und mach nicht Auge, oder wie man sagt. Okay. Joker. Mann, ich glaube, ich setze Joker ein, weil ich will Jera behalten für die, Chest-Ebene. Heilige Scheiße, schon wieder so ein Instant-Damage-Take-Room im schlimmsten Fall. Könnte ich kotzen, Mann. Judgment? Okay, okay, okay. Was ist das für ein Judgment? Judgment. So einer. Ich hätte ihm auch Geld geben können, aber habe ihm kein Geld gegeben. So. Sad Bombs. Sad Bombs. Das ist nicht gut. Tut mir leid. Das ist gut, aber nicht gut jetzt. Nicht gut jetzt. Nicht gut jetzt. Ach, Mist, Mann. The Moon. Könnte ich einsetzen, um dann auch schnell hinzukommen, aber... Nope, Jera. Wir haben Jera bei uns und das behalten wir jetzt auch erstmal und... Mit Jera wollen wir... Oh, oh, ganz viele Kackers. Aber den Devil Deal auf dieser Ebene hatte ich ja eh schon, deswegen scheiß drauf. Genau, wir haben den Fluch der Jera. Wir können jetzt nichts mitnehmen außer Jera. Weil wir nach Items gierig sind. Hey, du... Justice, ja gerne. Den Schlüssel nehme ich auch gerne mit. Wer weiß, wie viel Jeras wir noch so finden oder so. Okay. Und in den Raum gucken wir jetzt auch noch einmal rein. Was haben wir hier? Ein Lippenstift. Nee, 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 nee. Ich bin zufrieden mit meiner Fliege und mit meinen Popeldrehen. Alles klar, Mann. Eclipse ist fast schneller gestorben als die Augen. Und im Devil Deal waren wir. So, let's go. Wir sind diesmal bis zur Chest gekommen. Ja! Das könnte der Keeper Run sein, aber wir könnten jetzt natürlich auch hier voll auf die Schnauze bekommen. Oh, da ist ein Kampfraum. Da würde ich reingucken. Komm schon. Da würde ich sehr gerne reingucken. Infested. Infested. Die Prayer Card. Na, wenn es sein muss. Wenn es sein muss. So. Wir haben Chaos, deswegen könnte da auch was Wunderschönes auf uns warten, oder? Wir werden jetzt hier in diesem Raum sterben, weil manchmal ist es sehr kompliziert, auszuweichen. Oh Gott! Ich krieg keine Münze, oder? Ich krieg keine Münze, oder? Ich krieg keine Münze, oder? Hanged Man, bin ich tot? Verliere ich jetzt? Ich bin nicht tot, oder? Bin ich tot? Krieg ich eine Münze? Krieg ich eine Münze? Ich werde sterben, oder? Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh Gott, 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 ich will einfach nur... Jetzt komme ich da nicht mal rein in den Kampfraum. Was habe ich mir denn jetzt eingebrockt für eine Scheiße? Münze. Gott sei Dank! Okay, okay. Okay, wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch den Geheimraum auschecken. Puh. Was für eine Scheiße, Mann. Machen wir alles kaputt, weil ich habe eh genug Bomben. Deswegen bin ich da jetzt nicht so angewiesen. Okay, ich hätte gerne einfach nur noch ein bisschen Luck ab. Und leider nicht. Okay, aber ein Luck von 2 ist schon mal sehr schön. Man merkt es irgendwie, den Unterschied, Mann. Man bekommt einfach besseres Zeug. Puh, Cricket Set. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Jetzt müssen wir die Bosse hier wegklatschen. Ja, gut. Und tschüss. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir uns jetzt noch nichts aufhalten und können so, wir können sogar in den Zaki-Zaki-Raum, sehe ich gerade. Was für ein Luxus. Ja, lassen wir uns nur noch vom Zaki-Zaki-Raum aufhalten und dann gehen wir aber schnurstracks zum Boss. Und sind dann in der Chest-Ebene endlich mal wieder. Und bekommen vielleicht coole Items. Das Feuer. Wie funktioniert das Feuer mit den Billardtränen, frage ich mich. Hm? Wie funktioniert das? Bestimmt ziemlich cool. Ziemlich broken wahrscheinlich. Oh mein Gott. Okay, okay. Ich sollte nicht auf 2 Knöpfe gleichzeitig gehen. Das war, hatte ich jetzt Glück, dass nicht noch etwas gespawnt ist, Mann. Sollte aber eigentlich mal wegen meiner Dummheit. Okay. Sind wir mal nicht so gemein zu mir? Ah, schade. Werden nicht reingeportet. Flups. Okay. Ein paar kleine süße Keeper. Meine Freunde eigentlich, die gar nicht mal so meine Freunde sind, haben mich verstoßen. Okay. Was haben wir hier? Einen ekelhaften Raum, aber manchmal sind diese Räume natürlich besonders, ne? Deswegen checke ich sie, wie gesagt, immer gerne ab. Auch wenn die sehr tödlich sein können. Dank Moms Key, ne?
Oder wie das heißt, haben wir jetzt ganz viel Inhalt in Kisten. Falls euch jetzt fragt, wo kommt dieser ganze Loot her? Mom's Key ist schuld. Okay, in dieser Kiste war jetzt nicht so viel Inhalt, aber egal. Trotzdem ist Mom's Key schuld. Sehr schön, Popel drehen, Randa. Scheiße, ich erwische ihn aber nicht, Mann. Das ist ziemlich blöd, meine Tränen kommen gar nicht an bei ihm. Ist das dämlich. Okay. Irgendwie sind diese Billardtränen gar nicht mal so geil. Aber die sehen so schön aus. Okay, schießen wir einfach mal rein. Vielleicht spawnt er ja da in der Menge. Leider nicht. Stehen bleiben und schießen. Okay. So, Jera, nun ist deine Zeit gekommen. Deine Zeit ist gekommen. Zeig uns mal, was wir so haben. Und... Oh ja, erstmal das hier kaputt machen. Vielleicht ist da eine Tiersabpille, die wir duplizieren können. Jop, da ist eine. Sehr schön. Was haben wir hier noch so? I found pills. I can see forever. Nehmen wir das auch nochmal mit. Speed up. Und zweimal Tiersab. Das ist aber jetzt erstmal ordentlich, ne? Neue Items. Das nehme ich mit. Das nehme ich einmal mit. Wieso nicht das? Und gleich setzen wir Forget Me Now ein. Aber vielleicht erstmal, nachdem wir die Ebene gecheckt haben, weil wir hier natürlich auch noch Kisten bekommen können. Dann machen wir zweimal die Chest-Ebene, weil wir es können. Die Frage ist natürlich, bekomme ich jetzt überhaupt Sachen? Ganz schnell Bomben legen. Ja, da bin ich dabei. Mann. Okay. Mache ich die Ebene oder lohnt sich das? Bekomme ich überhaupt Items? Sehr gut. Bekomme ich Kisten? Komm schon. Wenn ich jetzt hier keine Kisten bekomme, bin ich aber sehr enttäuscht. Yes! Wenn man zum Beispiel jetzt theoretisch Forget Me Now findet, ne? Und du zum Beispiel mit Judas noch was freischalten willst, dann kannst du zum Beispiel erstmal jetzt mit dem Keeper den Boss besiegen, dann Forget Me Now einsetzen, als Judas wiederkommen und dann nochmal das Achievement für Judas holen. Dann musst du sozusagen die Chest nicht mehr machen. Oh mein Gott, ich bin tot. Bin ich tot? Schilde Tiers. Oh, das ist natürlich jetzt krass, glaube ich. Gott, diese blöden Könige. Yes. Aber ich brauch eine Münze. Ich brauche eine verdammte Münze. Okay, ich setz Forget Me Now ein. Einfach weil ich hoffe, dass wir dort ein HP-Upgrade finden. Komm schon, Chaos. Sag doch dafür bestimmt. Und. Scheiße, wir werden sterben. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, dass ich große Angst habe. Und wir haben das Space Item, das super funktioniert mit unseren... Bomben. Yes! Oh! Wir werden das überleben. Keiner wird hier sterben. Yes! Das war gut gesetzt. Okay. Zack, zack. Okay, hier so ein kleines Guppy's Collar für den Notfall, falls wir tatsächlich sterben sollten. Und wir haben die Seraphim-Verwandlung. Sehr schön. Was macht die nochmal? Okay, ich hab's nicht gesehen. Das sind zu viele Tränen. Wow, meine Fire Rate ist jetzt bei minus 2. Ach so, wegen der Krone. Missing No? Oh mein Gott, Missing No verändert jetzt unsere Tränen. Soll ich das mal machen? Aber guck mal, wie cool die aussehen. Voll geil, oder? Also, Missing No rerollt jetzt unsere Items. Könnte ich machen für den Spaß. Falls wir Spaß wollen. Wollen wir Spaß? Ich glaube, ich will Spaß. Okay, let's go.
Oh boy. Okay, alles plus. Wir haben irgendwas. Eipekeck oder was? Nein, wir haben Monstrous Lunge. Wir haben Monstrous Lunge mit dem neuen Angel Deal Item. Im Angel Deal Item gibt es also, das ist jetzt nicht im, nicht hier drin im, in der Mod, sondern die gibt es für euch auch, die nicht die Mod spielen. Im Booster Pack ist es dazugekommen, hier. Aber scheiße, ist unsere Fire Rate beschissen. Und ist unser Damage überhaupt okay? Oh mein Gott. Das ist ja super kacke. Und wir haben 9 Leben bekommen. Ach so. Ach so. Warte mal. Ich hab Cursed Eye, fällt mir gerade ein. Und ich habe jetzt auch kein Chaos mehr so gesehen, ne? Und wie ich sehe gerade, wir haben auch aus dem Devil Deal noch Items. Und wir haben Set Bombs, sehe ich gerade. Moment mal. Schwamm-Set Bombs. Okay, dann müssen wir wohl mit Set Bombs arbeiten. Dann müssen wir wohl mit Set Bombs arbeiten und den Boss töten. Oh, ich kann meine Bomben jetzt nicht mehr so schnell legen. Oh, warte mal, die machen Schaden? Der hat sich gerade aufgeteilt. Oh, sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Wieso kriegen die Schaden? Es hat was mit den Bomben zu tun. Schade, dass ich die zweiten Bomben auch nicht mit meinem Space-Item erwischen kann. Interessant, interessant. Okay, let's go, let's go. Versuchen wir es mal. Wir haben viele Möglichkeiten, viele Chancen. What? Der saugt die Tränen ein, dieser Schwamm. Nein, 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 nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen. Delirium? Ich glaube, das wird eine große Katastrophe, aber hey. Oh nein, meine Items werden jetzt gererollt, stimmt ja. Missing nur, ich habe jetzt diese Schwammtränen nicht mehr. Hey, aber dafür habe ich jetzt... Was zum Teufel geht hier ab? Was sind meine Tränen? Ich habe Ludovico. Das war's jetzt. Das war's dann, ne? Das war's dann. War schön mit euch. Das Blöde ist jetzt auch, ich weiß gar nicht, wo die blöde... wo die Bosse sind. Bekommen wir noch ein bisschen Tears Up? Das wird ziemlich angenehm. Ich habe immer noch mein Space-Item. Relax. Scheiße, ich dachte, das ist die Tears Up. Ich kann nicht relaxen, ganz ehrlich. Ich kann nicht relaxen. Das ist nämlich ziemlich abgefahren, was hier abgeht. Mercano. Na, immerhin. Also, wir wissen schon jetzt, ne, dass ich das nicht schaffen werde, diesen Run hier. Ich werde Delirium nicht töten. Aber ich werde mein Bestes geben, um es zu versuchen. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Habe ich my Reflections? Weil die Tränen fliegen auch super merkwürdig. Okay. Meine Tränen fliegen super merkwürdig. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Guck mal, ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weitergehen. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht, Mann. Wo ist meine Tränen sind weg. Meine Tränen sind weg, Mann. Hey, wir kriegen Bombs Coin Purse. Cool. Verb. Okay. Bergkanon nehmen wir mit. Und Münzen wären jetzt nicht schlecht. Aber was weiß ich schon, was nicht schlecht wäre. Okay, stimmt. Wir haben ja auch noch diese Tränen. Da siehst du diese blauen Tränen. Was war das nochmal? Na komm, zeig dich. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Ich hab's voll vergessen, Mann. Jera. Infested. Okay, okay. Beccano. Und der Cage ist hier. Na, wenn es sonst nichts ist. Uiuiui, eine super Form von der Cage. Stirb schneller! Nein, er ist nicht gestorben. Irgendwie machen wir auch sehr viel Damage, ne? Ich verstehe das gerade überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich verstehe das ganz und gar nicht, was hier abgeht. Ich weiß nur, dass wir Tears abgefunden haben und noch eine haben. Nicht! Mist! Hätte ich bloß diesen Raum zuerst geklärt, hätte ich jetzt wenigstens 2 Hits kassieren können, bevor ich sterbe. Na, na, di, 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 di.
Ja, gut. Okay. Ist jetzt natürlich super sad, dass wir sterben werden. Oder habe ich Tiny Planet? Ich habe, glaube ich, Tiny Planet. Der fliegt nämlich von selbst um mich herum. Ich habe Tiny Planet, fällt mir gerade ein. Algis haben wir. Hoffnung. Ich bekomme echt Algis, Mann. Dankeschön, Spiel. Echt nett von dir. Wäre cool, wenn wir jetzt noch Arnos finden könnten, um den Durchblick zu haben. Okay. Blank Rune. Ist nochmal Algis. Okay, okay. I'm drowsy. Ist natürlich auch nice, um gegen Delirium anzutreten. Isaac ist hier. Eieieiei. Oh mein Gott, mein blödes. Mein blöder Nagel dreht voll am Rad. Okay, okay, hier so hinstellen. Yes. Okay. Ein HP-Upgrade, das ist sehr schön. Okay, okay. Werden wir es tatsächlich schaffen, Delirium zu töten mit diesen Tränen? Werden wir es tatsächlich schaffen oder nicht? Okay. Mann, was macht diese blaue Aura? Ich glaube, wenn ich stehen bleibe, dann... Dann schießt sie und wenn ich mich bewege, nicht, ne? Okay, genau. Das war das Item, ja. Wo ist Delirium? Gib den mir. Wo ist der? Was ist das, Ansas? Blank Rune? Herfrow. Holly, das nicht suchen tut. Immerhin hängen diese Ebenen zusammen. Black Rune haben wir auch noch. So. Immerhin ein paar Fliegen, ne? Immerhin ein paar Fliegen. Wir müssen das Ganze auch mal positiv sehen. Unser Trinket konnten wir behalten. So, ich suche mal Delirium jetzt hier irgendwo links oder oben. Mal gucken, ob wir den hier finden. Okay. Ich wollte gerade sagen, Chaos funktioniert immer noch, aber das Item findet man ja auch in dieser Kiste. Gott, ey, gruselig. Ich habe dich gar nicht gesehen. Und nicht vergessen, wir haben auch noch Bomben, die wir legen können. Mit denen wir Spaß haben können. Es ist der Gate, immer noch nicht Delirium. Jetzt hör doch mal auf. Gib mir Delirium, wenn ich ihn schon haben will. So, hey, Telepathie für Dummies. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich saug das lieber weg. Wobei, ich könnte eigentlich... Ich glaube, ich saug dann lieber... Ich nehme das Buch mit. Okay. Minus 5 Tier Delay. Das heißt, ich mache jetzt ein bisschen mehr Damage. Also, wenn ich drin stecke mit meinem Nagel. Sehr schön. Super komische Tränen haben wir. Super komische Tränen. Uiuiui, okay, stehen bleiben. Da, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben! Gut, stehen bleiben, um den Laser hier seine Arbeit machen zu lassen. Sehr gut, ja, wir haben eindeutig Tiny Planet. Und was haben wir denn hier so? Vielleicht irgendeine coole Karte oder eine Rune? Oder sonst was? Irgendetwas vielleicht? Devil? Keine Worldkarte leider. So, raus und wieder rein. Delirium, mein Schnucki, wo bist du? Na komm schon, sehr schön. Perfro haben wir. Aha. Hab jetzt gerade leider nichts zum Rerollen. Bam, 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 bam. Was gibt's hier? Okay, ich sollte öfters mal einfach stehen bleiben. Ah, die taucht nicht auf. Mein Gott. Ach, sind das zwei Stück? Ne, nur eine, ne? Gut. Perks. Die Münze lasse ich jetzt erstmal liegen, in der Hoffnung, dass ich mich dann auch noch im Notfall heilen kann. Wir haben Algis, Mann. Ich muss dann mit dem Gegner, mit dem Boss kuscheln. Und ich darf jetzt auch nicht sterben, damit ich zwei Herzen behalte. Nein, das darf ich jetzt auch nicht mitnehmen. Burp, burp, burp. Yes! Okay. Ich fasse es nicht, Mann. Da versuche ich schon Delirium absichtlich irgendwie zu finden und dann ist es immer... Dann ist es der letzte jetzt, oder was? Succubus. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil...
der Raum so groß ist von Delirium. Deswegen werde ich nicht so oft den Succubus Damage Boost bekommen, leider. Und wieso habe ich jetzt zwei... Ich habe keine Ahnung, was mit meinen Tränen los ist. Ich habe auf jeden Fall Splash Damage und so ein Shit. Mann, ohne Ludovico wäre das Ganze hier angenehmer. Aber egal. Komm her, zeig dich. Hm, sehr klein. Okay, okay, okay. Blank Rune. Yera. Falls wir einmal verkacken, habe ich noch einmal Orges. Wäre natürlich cool, zweimal Orges mitzunehmen. Aber hey. Ah, dieses Laser-Item ist echt krass. Nee, hier ist Delirium auch nicht. Ich fasse es nicht. Delirium wird dann gleich ganz viele Phasen haben und ich glaube auch mehr Leben, oder? Ist das so bei Delirium? Hm. Daddy Longlegs ist es. Okay, 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 okay. Konzentration, Konzentration. Wo ist mein Nagel? Da ist mein Nagel. Pentagramm. Oh ja, das hilft alles abgrundtief, Mann. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Hier ist auch kein Delirium. Satan aber. Zum Glück ist es nur Satan. Ist ja kein Problem. Macht nicht so viel Damage, ne? Unser Laser nur. Das ist das Problemchen. Yes. Yes. Popeltränen haben wir auch noch. Und jetzt kommen die stinke Käsefüße. Yes. Kein Schaden genommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Book of Shadows. Das nehme ich mit, damit ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Schutz habe. Perfrow. Sehr schön. Bisschen Speed-Up. Wir haben aber schon das Maximum. Okay. Und hier ist Delirium. Ja, na, eigentlich haben wir ihn mit Book of Shadows. Werden wir es tatsächlich schaffen, den Boss zu besiegen mit diesen Tränen, Mann? Ich bezweifle es irgendwie immer noch sehr stark. Okay, Orges einsetzen. Let's go, Mann. Und Damage austeilen. Damage austeilen, Damage austeilen, Damage austeilen. Der irgendwie gar nicht vorhanden ist. Hust, hust, Mann. Komm, go, 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 go. Kuscheln, kuscheln, kuscheln. Wo sind meine Tränen? Wo ist meine Träne? Da ist meine Träne. Go, 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 go. Go, 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 go. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist mein Nagel hin? Ach, da ist mein Nagel. Ich gucke immer auf den falschen Nagel. Go, 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 go. Oh, Orges, Orges lässt nach. Orges lässt nach. Scheiße. Okay, wir setzen das Buch rein. Go, 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 go. Das Buch hält auch nicht lange. Das Buch hält nicht lange, Mann. Wo bin ich? Das ist vorbei. Es ist vorbei. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Er dreht jetzt durch. Ich schaffe es nicht. 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 Was passiert hier? Ich erreiche ihn nicht mal. 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 Yes! Ich habe es tatsächlich geschafft, da auszuweichen in diesem Chaos und habe ihn geschafft zu besiegen. Yes, es ist ein voller Erfolg dieser Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Holly. Ich hoffe, die Folge hat euch sehr gefallen. Mir auf jeden Fall. Das muss ich jetzt erstmal meiner Mama erzählen. Bis dann.